Unser heutiger Gast ist der Marco Keimi. Er ist Mitte September schon mal bei uns gesehen und ich durfte ihn kennenlernen. Und er ist für mich nicht ein Corona-Skeptiker, sondern er ist ein Corona-Massnahmen-Kritiker. Ich nehme an, Marco, das ist auch in deinem Sinn, weil Fragen dürfen wir stellen. Das war auch das letzte Mal das Thema gewesen. Und wenn ihr Lust habt, dürft ihr auch das gerne bei uns auf der Webpage noch mal nachschauen. Ich werde aber mit ihm jetzt gerade ein Stückchen weitergehen, weil ich habe mich dort schon gefragt, du hast Fragen aufgeworfen, Fragen zu allem Möglichen rund ums Corona herum. Hast du irgendwann eine Antwort gefunden zu dem, was dich im September noch geblockt hat? Also zuerst einmal Dankeschön für die Einladung nochmal. Und in der Tat bin ich ein Corona-Massnahmen-Kritiker. Ich bin ein Corona-Leugner. Wenn man das Coronavirus nicht leugnen kann, das gibt es, aber das gibt es nicht erst seit Februar 2020, die Familie von der Coronaviren. Und ob man Fragen stellen darf, das weiß ich nicht, ob man heute noch kritische Fragen stellen darf. Also die fast fünfmonatige Erfahrung, seit ich das letzte Mal da war, zeigt mir, dass das in der Obrigkeit und ein gewisser Teil der Bevölkerung überhaupt nicht erwünscht ist. Zu dem, was du sagst, wegen der Fragen, die ich aufgeworfen habe, musst du vielleicht präzisieren, welche Fragen das gewesen sind, weil es sind doch ein paar Wochen ins Land gezogen. Also ein Thema, das dich ja immer wieder begleitet, war die Geschichte mit der Maske. Da frage ich mich heute einfach auch, eine Maske ist, wir haben dort auch gesagt, ist ja eigentlich ein Spuckschutz. Hat sich jetzt mit der zunehmenden Stärke von diesem Virus oder mit der zunehmenden Panik, vor allem, die jetzt auch entstanden ist, hat sich da etwas geändert? Oder hast du dort eine Antwort gekriegt, die eine Maske nützt oder sie nützt nicht? Nützt sie jetzt? Nützt sie nicht, immer noch nicht? Also das ist so ein bisschen wie im Casino, rot oder schwarz oder gerade oder ungrad. Je nachdem, welche Studie das man führen nimmt, findet man einen gewissen Nutzen. Je nachdem, welche Studie das man führen nimmt, findet man keinen Nutzen. Und es gibt noch eine dritte Art von Studien, die einfach auch sagen, es hat auch eine Schädlichkeit drin, vor allem wenn man sie falsch dreht, wenn man sie zu lang dreht, wenn man sie zu wenig wechselt. Und habe ich auch lernen, in den letzten Wochen, Masken ist offenbar nicht Masken, sondern zum Beispiel die Stoffmasken, die sind relativ heftig, indem man dort hinten dran vor allem CO2 akkumuliert, also Kohlendioxid. Und die werden ja jetzt in Deutschland sind die ja schon verboten im ÖV und in den Einkaufsläden. Und dann gibt es die FFP2-Maske, das ist ja der neueste Gag, wo der Herr Söder und der Herr Kurz, die machen ja immer alles zusammen, ich weiß nicht, ob die etwas haben miteinander, gerade jetzt wieder eingeführt haben, auch wieder im ÖV und in den Einkaufsläden. Und dort ist hochinteressant, dass der Arbeitsschutzgesetz anders sind in Deutschland als in der Schweiz. In Deutschland muss man, das ist die deutsche Gesellschaft für Unfallversicherung, die sagt, nach 2 Stunden FFP2-Maske muss man obligat eine halbe Stunde Pause machen. Und die halbe Stunde Pause gehört nicht zur Arbeitspause. Und das Bundesamt für Gesundheitswesen sagt, es ist problemlos, man kann mit FFP2 eine ganze Schicht durchmachen. Und das finde ich schon auch sehr eigenartig, die Diskrepanzen. Und da muss ich sagen, für einmal haben wahrscheinlich die deutschen Gesetze die mehr Richtigkeit als die Schweizer Empfehlungen. Du hast aber noch auf den Sommer zu ahnen, bist eigentlich froh und mutig gewesen und hast gedacht, ja, wenn das Corona dann vorbei ist, wie ist denn jetzt die Einschätzung als Mediziner? Die Frage kommt ja auch immer an alle Virologen und alles Mögliche. Wo stehen wir denn jetzt, denn auch nach deiner Ansicht? Wir haben meiner Meinung nach jetzt erst eigentlich ein knappes Jahr können Erfahrungen sammeln damit. Also das kann ich ja eigentlich nur unseren lieben Herrn Berset zitieren, der in der letzten heftigen Lockdown-Pressekonferenz etwa 20 Minuten gebraucht hat, bis er zu dieser Erkenntnis gekommen ist. Wir wissen nicht, wo wir stehen. Und das ist für mich, gerade für so einen Riesenapparat wie die Bundesverwaltung und das Bundesamt für Gesundheitswesen, das ist eine riesen Bankrotterklärung. Das heisst, man hat den ganzen Sommer zum Beispiel, du hast den Sommer angesprochen, hat man vor allem für etwas genutzt, nämlich um die zweite Welle anzuschreiben. Was ja dann auch passiert ist, indem man zum Beispiel auch Tests gratis gemacht hat, plötzlich Ende Juni. Ich habe meiner Frau gesagt, wir schauen, jetzt explodieren Zahlen. Genau so ist es passiert. Man hat bei 30 Grad Maskenpflicht im ÖV eingeführt. Man hat bei
35 Grad am 21. August hat man in Basel in den Einkaufsläden Maskenpflicht eingeführt. Ich weiss es, weil man hat in der Schale geschwitzt, wie blöd, wo mein Sohn geheiratet hat. Oder? Man hat weiter Betten abgebaut, man hat Spitäler geschlossen, man hat Spitalpersonal nicht aufgestockt. Im Gegenteil, man will die Leute als Erste impfen. Oder fast in ein Impfobligatorium, Schrägstrich Zwang, reintreiben. Oder? Und das ist das, was passiert ist. Und das Einzige, was der Obrigkeit einfällt, ist einfach, die Leute immer mehr einsperren, die Gewerbetreibenden, die Restaurateure, Fitnesscenter, Sportcenter, Betriebe rauszusperren von den eigenen Geschäften. Und da muss ich einfach sagen, wer diese Leute verherrlicht, wieder wählt mit überzeugendem ersten Wahlgang, ich sage keine Namen, und die gekaufte Leitmedien und Staatspresse, die Leute so glorifiziert, dann muss ich einfach sagen, die haben überhaupt nichts verstanden. Und das erschüttert mich, dass so hochqualifizierte, vermeintlich hochqualifizierte Leute, auch in der Taskforce, jetzt eigentlich nach 10-11 Monaten zwar schon einen Impfstoff haben, aber wie du richtig sagst, eigentlich eine kurze Zeit, um viel darüber zu wissen. Sie wissen eigentlich gar nicht darüber und reagieren mit Panikmaßnahmen, mit fantasielosen Maßnahmen. Und da müssen wir sich dann schon mal fragen, was ist eigentlich der Plan? Vieles sind ja in diesem Moment dann auch Thesen, weil eben, man hat ja kein Rüstzeug dafür. Jetzt probiere ich mal eine These aufzustellen. Ich habe mir nämlich überlegt, zu der Impfstrategie eine Umkehrung von diesem Impfprozess. Also, dass man zuerst geht, jetzt geht die Mittelschicht oder die arbeitende Bevölkerung geht impfen. Weil meiner Meinung nach sind die älteren Menschen, vor allem alle, die in den Altersheimen sind, die sind sowieso in einem geschlossenen Modus. Also grundsätzlich geht es ja darum, dass man eine erhöhte Sterblichkeit in der zweiten Jahreshälfte, es wäre auch noch spannend, mal zu wissen, warum nicht in der ersten Jahreshälfte bei der Bevölkerung über 70 haben, insbesondere über 80 und über 90. Also ist ja eigentlich logisch und ziemlich unbestritten, dass das die vor allem schützenswerten Menschen, Mitmenschen sind. Aber Entschuldigung, wären Sie das nicht sowieso? Die Aussage, die muss ja jetzt auch von neuem kommen. Das haben ja die letzten Jahre gezeigt, oder? Selbstverständlich. Also auch bei den Grippenopfern, Influenza, Entschuldigung, klar gesagt, die gibt es ja nicht mehr, die Erkrankung jetzt. Das ist schon eine wunderbare Nebenwirkung von Corona. Das hat Influenza ausgerottet. So alles desinfiziert, oder? Ja, alles. Und, dort hat man nie irgendwie ein Besuchsverbot gemacht in einem Altenheim, in einem Pflegeheim, in einem Spital und so weiter. Und man hat halt Jahre gehabt, wo's die Leute auch, Entschuldigung, der Ausdruck wirklich fast ein bisschen dahingerafft hat. Und jetzt ist unter Corona ist das alles. Was ich erstaunlich finde, ist, dass man auf die Leute einen Impfstoff appliziert, wo man insbesondere zwischen 17 und 55-Jährigen getestet hat. Also eigentlich nicht bei der Hauptzielgruppe. Und ich frage mich einfach, warum soll man so wahnsinnig viele Menschen impfen? Weil der einzige Grund, und der ist meiner Meinung nach unbestritten, warum man eigentlich soll impfen, ist, damit die Jüngeren oder die Pflegenden müssen betreuen, damit die alten, gebrechlichen, kranken und generell alten Menschen nicht infizieren. Aber man weiß, und das ist auch eine Aussage von den beiden Damen, die das Bundesamt für Gesundheitswesen präsidieren, man weiß nicht, ob man, wenn man geimpft ist, eine sogenannte sterile Immunität hat. Also ob man dann niemanden mehr anstecken kann. Darum sagt der Lauterbach und der Spahn auch, die Maske bleibt erstmal dran. Also jetzt muss ich mich schon fragen, warum soll man ein Mensch, zum Beispiel eine Pflegefachfrau, 33 bis 35, 39, wo die Familienplanung nicht abgeschlossen hat, wo man nicht genau weiß, sorry, wie das mit der Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit, wieso soll sich so eine Frau, die 0,01 Risiko läuft, selber an diesem Virus sterben, meiner Meinung nach eine Risikoimpfung einzugehen, wenn der einzige Grund ist, nämlich, dass sie jemand als ihr Anvertrautes in der Pflege nicht infiziert. Das kann mir niemand erklären. Wenn ich solche Sachen auf YouTube bringe, ist das Video gelöscht. Das habe ich erlebt. Das wird sofort gelöscht. Und das finde ich erschütternd, dass die wissenschaftliche Diskussion eigentlich erstorben ist, mehr oder weniger. Und dass wissenschaftliche Handlungen immer mehr Panikhandlungen gleichen. Und nicht mehr hinter sind und reflektiert werden. Also, wenn ich dich richtig verstanden, stellst du aber auch die ganze Impfung in Frage und jetzt nicht nur die Strategie.
ich stelle die Impfung in Frage, weil wir haben den Weltrekord massiv pulverisiert von der Einführung von einem Impfstoff. Das sind 4,5 Jahre, das Zitat ist vom Herrn Bill Gates persönlich. Oder? Jetzt haben wir es in Dezember, Februar, Dezember, haben wir es in 10 Monaten geschafft. Das ist eine Sensation ähnlich. Das ist wie wenn der Stabhochsprung Weltrekord von 6,20 Meter auf 20 Meter ging in 10 Meter. Aber in 10 Monaten. Entschuldigung, sind denn nicht die Errungenschaften auch mittlerweile so weit, dass man das gewährleisten kann? Ja, aber Gegenfrage. Wir kennen seit 39 Jahren offiziell HIV. Das ist die Geisel der Menschheit gesehen, insbesondere in der abhängigen Szene von der Drogenabhängigen, in der homosexuellen Szene. Wir sind 39 Jahre weiter. Kennst du eine Impfung gegen HIV? Ich kenne sie nicht. Und die Errungenschaften, die technische Wissenschaft, ist nicht einfach bei Corona weitergegangen und bei HIV stehen geblieben. Und ich sage, jetzt haben wir Medikamente. Die sind mehr oder weniger verträglich. Da haben wir die Situation massiv können bereinigen durch die Therapie, aber nicht durch eine Impfung. Aber in den 90er Jahren und in der ersten Dekade von diesem Jahrhundert, also die Pharmafirma, die eine Impfung gebracht hat gegen HIV, deren ihren Aktienkurs wäre durch die Decke gegangen. Es ist nicht passiert. Im Gegenteil, man hat immer wieder auch Impftestversuche, die auf dieser Basis, wo man uns jetzt will, gegen Corona impfen, einfach zu viele Nebenwirkungen schon im Tierversuch zeigt, dann hätte man abbrechen müssen. Und jetzt, 2020, ist mirakulös alles anders. Eine letzte Bemerkung dazu. Am hinterletzten sollte das Licht aufgehen, wenn in Amerika ein Haftungsausschluss passiert. Wenn du die Hunde in eine Mikrowelle tust, kannst du den Hersteller verklagen auf einen 6-stelligen Betrag, wenn nicht draufsteht, don't put your dog in the microwave. Tu die Hunde nicht in die Mikrowelle. Und jetzt sollen die Firmen, die Pharmafirmen, einen Haftungsausschluss haben, wenn irgendeine Impfnebenwirkungen passieren. Da müssen wir sagen, in Amerika, wo es so eine strenge Rechtsprechung hat, wo du immer irgendwie auch als Arzt unglaubliche Haftpflichtversicherungen abschliessen musst, wo einen riesen Teil vom Einkommen auffressen, jetzt haben wir No Liability, keine Haftung für Pharmafirmen. Entschuldigung, da müssen wir nicht Verschwörungstheoretiker sein. Ich bin auch nicht Impfgegner, ich bin selber geimpft. Ich habe mir Gelfieber reingejagt, alles für nach Afrika zu gehen. Ich bin überhaupt kein Impfgegner. Aber die Zeitspanne, Haftungsausschluss und nicht genau wissen, für was man eigentlich impft, wenn wir nicht wissen, ob wir alte Menschen als Geimpfte anstecken, dann muss ich einfach sagen, wenn man diese Fragen auch als Arzt nicht mehr stellen darf, dann gebe ich meine Aktien sofort ab. Jetzt hast du mir aber gleich gehörig Angst gemacht, so weit habe ich gar nie nach vorne gedacht, wo du gesagt hast, 36 Jahre, wo man sich schon mit dem Thema AIDS befasst und das bedeutet eigentlich, dass das Corona nach 36 Jahren locker auch weitergehen kann oder welche Mutationen auch davon. Ich aber wollte einen Schritt weitergehen, weil neben dem Corona, das dich mittlerweile, denke ich, 100% beschäftigt, jeden Tag, hast du die Augen noch offen? Siehst du die gesellschaftlichen Veränderungen, die passieren auch noch? Oder hockst du jetzt nur noch in deinem Blog und bist am Recherchieren? Wie weit kriegst du die Leute noch mit? Also erstens einmal haben jetzt 3 Wochen eine Pause gehabt über die Weihnachtstage. Wir hätten sollen in unsere zweite Heimat nach Südafrika fliegen, das ist aber nicht gegangen. Übrigens interessant, Edelweiss hat uns geschrieben im Vorfeld, FFP2-Masken sind an Bord verboten. 10'000 Meter, Druckausgleich und so weiter. Also die haben Angst vor Kollaps mit dieser Maske. Klammer zu. Und jetzt arbeiten wir wieder seit am Montag. Also ich sehe jeden Tag Patienten. Ich sehe Patienten, die keine Perspektive haben, die schlecht schlafen, die depressiv sind. Und leider seit dem 4. Quartal muss man immer wieder das Ritual machen, wenn man auch gesprächstherapeutisch tätig ist, dass man bei drohender Suizidalität oder vermuteter Suizidalität das Versprechen abnehmen muss, dass sie sich nicht umbringen, dass, wenn es ganz schwarz ist, dass sie die und die Anlaufstellen nutzen. Und das sind natürlich die dramatischen Auswüchse. Oder? Wir haben auch immer wieder leider mit der Polizei zu tun, mit Rayonverbot, häusliche Gewalt, Stichwort. Das ist auch etwas Schlimmes. Und etwas harmloser, aber auch tragisch, gerade über die Weihnachtstage, hat man gesehen, die Corona-Geschichte, insbesondere auch die Corona-Massnahmen, existenziell bedrohend zum Teil. Das ist ein Spaltpilz,
wo in Freundschaften, in langjährige Freundschaften hineingeht, wo Familien auseinander dividiert, wo Pärchen auseinander dividiert, oder? Also ich bin nicht der Virolog, ich habe mich extrem eingeschafft, da hast du recht in diesen 10 Monaten, aber ich bin jetzt nicht immer an der letzten Forschungsresultat vom Subtyp aus Hintergrossbritannien, oder? Sondern was mich interessiert, ist genau deine Frage: Was sind die gesellschaftlichen Veränderungen? Und Jan Fleischhauer hat Journalist, den ich noch sehr schätze, gibt nicht mehr so viel, hat in Fokus eine brillante Kolumne geschrieben und gesagt, wenn wir so weitermachen, wird man in einem halben Jahr Deutschland nicht mehr erkennen. Und wenn wir hier, nur in Basel jetzt, so weitermachen, dann wird man die Innerstadt in einem halben Jahr nicht mehr erkennen, weil sehr vieles geändert wird haben. Noch wird es Profiteure geben und es wird langjährige Traditionsunternehmen geben, die nicht mögen und die das nicht werden können stemmen. Marco Keimi, herzlichen Dank für das Gespräch heute und wir bleiben natürlich am Ball. Und wenn es euch interessiert, ihr könnt bei ihm direkt auf marcokeimi.ch auf seine Webpage gehen und sehen in seinen Blog, was er sich sonst noch für Gedanken macht. Es ist mittlerweile wirklich ein riesiges Feld geworden. Gute Zeit. Dankeschön vielmals gleichfalls.